Wahrscheinlich machst du das auch so wie ich, dass du dir Stellen in der Bibel, die du ganz besonders wertvoll findest für dich, dass du sie dir unterstreichst, damit du sie dir besser merken kannst und dass immer, wenn du da nochmal hinkommst an diese Stelle, dass du es nochmal nachlesen kannst. Ich mache das auch so, weil es mir in meinen Gedanken oft hilft, mich zu konzentrieren oder auch, ich möchte bestimmte Bibelstellen in meinem Herzen bewahren, dass sie da Wurzeln schlagen, dass ich daran wachsen kann, dass ich da wirklich Land für mich auch einnehmen kann. Und vor kurzem blieb ich beim Bibellesen an einer rot unterstrichenen Stelle hängen. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Das hatte ich mir irgendwann mal angestrichen, weil es mir irgendwann mal von großer Bedeutung war. Diese Bibelstelle bezieht sich auf das Sorgen. Und Jesus spricht davon. Und er benutzt für seine Zuhörer ein ganz einfaches Beispiel, was jeder vor Augen hatte, was jeder nachvollziehen konnte. Und er sagt, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Mir fielen dabei die Zugvögel ein. Wer gibt ihnen das Startzeichen, dass sie jetzt sich auf den Weg machen müssen? Wer gibt ihnen das Ziel vor? Wer sagt, in welcher Formation sie fliegen müssen? Wer sagt ihnen, wo die beste Thermik zum Fliegen ist? Wer sagt ihnen, wann sie den Rückflug wieder antreten müssen? Sind sie uns zum Beispiel, wir sind viel wertvoller als sie, viel wertvoller als diese Vögel des Himmels, die Gott versorgt, obwohl sie nichts dazu beigetragen haben? Schau, es ist ein ganz einfaches Beispiel. Du brauchst nur von den Umständen, die dich so bedrängen, die Sorgen, die dich so bedrängen, deinen Blick zu erheben und dir die Vögel des Himmels anschauen. Gott gibt dir ein Beispiel dadurch. Er sagt, du bist so viel wertvoller. Du bist wertvoll. Gott ist für dich. Gott kann einen Ausweg schaffen heute in deiner Situation, den du im Natürlichen nicht für möglich hältst. Er kann Türen öffnen, die du mit nichts irgendwie öffnen kannst, die du nicht eintreten kannst, die du nicht mit irgendeiner anderen Methode öffnen könntest. Er kann Gunst in dein Leben geben, dass du weiterkommst, dass du rauskommst aus den Dingen, die dir widerstehen. Gott kann Türen schließen, die nicht gut sind für dein Leben, für deine Entwicklung, die nicht gut sind für deinen Glauben. Bist du nicht viel wertvoller als die Vögel des Himmels? Gott betrachtet dich als etwas total Wertvolles, etwas, wofür Jesus sein Leben hingegeben hat. Und er möchte, dass du das ganz tief im Herzen bewahrst, dass du wegkommst von dem Sorgen und ihm vertraust, dass du sagst, ich vertraue dir, genau wie du die Vögel des Himmels leitest, genauso will ich dir mein Leben anvertrauen. Genau so will ich dir meine Situation jetzt anvertrauen. Du wirst einen Ausweg für mich schaffen. Gott hat mehr für dich.